Ja, na klar. Komm her, meiner. Nein. Scheiße. Nein, ich wollte ihn gerade stechen. Also, ich muss sagen, auch wenn das Spiel, ich dachte immer, weil ich habe ihn bis jetzt nur Fable 1 gespielt, ich dachte immer, es ist so ein bisschen so unrealistisch, aber wenn ich das jetzt so spiele, das, der Realismus wurde echt nicht vernachlässigt, trotz dieser Waffen und Magie und so weiter. Grafik übrigens auch nicht. Also selbst für Grafikmuffel und für Leute wie mich, die jetzt einen neuen PC haben und immer nur alles mit besser Grafik spielen wollen, ist das gar nicht mal so übel. Jetzt stopp doch mal, ich will den Typ mal stechen. Dieser Fettsack. Ich bin schon wieder am Verbrechen hier. Ich lasse den mal hier automatisch ziehen, denn so in der Hektik ist das mal nicht so schön. Ah, und jetzt komm her. Bams, bams, bams. Bams. Bum, bum, bum. Wäre jetzt ja frei, wenn ich jetzt verliere. Das müssen wir ja nicht abgezockt haben. Oh. Ne, es sieht echt nicht gut aus für mich. Nein, ich glaube, jetzt wird er... Dann sogar schon rot, das war nicht so gut. Noch mehr von diesen schwulen Söldnern. Ich krieg hier eine Macke. Was ist denn das? Ich sag, die Zeit wird dabei verzögert. Da wurde nichts verzögert. Nein! Feuer bekämpfen mit Feuer. Ja. Bin so weit. Stopp! Ihr gewinnt. Das ist euer Kampf. Tötet mich oder lasst es. Ihr habt die Wahl, meine Männer wissen. Wir sind zwar nur Söldner, aber auch wir haben einen Ehrenkodex, wie andere Soldaten. Wir verschonen die Vagabunden, unabhängig davon, was ihr tut. Das ist das Versprechen eines Kriegers. Naja, weil wir gut sind, gibt's ja nichts zu zögern. Ich verschone ihn, ist klar. Danke. Das vergesse ich nicht. Oh, der hat so eine schwule Stimme, dieser Riese. Oh, habe ich jetzt viele Punkte bekommen. 103 Gildensieg habe ich jetzt. So, tschüssi. Auf die Siegestraße.
Und spricht Theresa wieder zu uns? Oder wie die heißt? Ein weiterer Schritt auf eurem Weg zur Herrschaft. Dass ihr Seker verschont habt, hat viele seiner Anhänger gewonnen. Die Kunde eures Mitgefühls und eurer Stärke verbreitet sich. Das ist doch wunderschön. Kann ich jetzt euch das Türchen? Ja, cool. Und, wie sehe ich aus? Ja toll, jetzt bin ich mein Deed auf dem Bild. Ja. Naja, das wollte ich zwar nicht, aber ist okay, ist okay. Nahkampf 2, natürlich. Liebhaber. Ausdrucksmittel. Oh, Tanzen, Umarmen und Küssen. Nächstes ist Familienpaket. Heiraten, Haus kaufen, Kinder kriegen. Werdet ein besserer Schmied und verdient mehr Geld mit Metallarbeit. Ach so, man kann also auch noch schmieden. Das hört sich auch mal interessant an. Konditor, ja, auf jeden Fall. Und laute Spielen gibt's dann auch noch. Okay. Ich werde jetzt erstmal das Familienpaket kaufen. Oder mitnehmen, weiß ich nicht. Ja. Jetzt habe ich ja das hier gleich mitgekauft, deswegen. So, dann Nahkampfpaket. Nahkampfstufe 2. Mal sehen, wie sich jetzt unser Schwert verändert. Das interessiert mich jetzt sehr. Und so, guckt es euch an. Und. Wow, jetzt hat es einen coolen Griff und hat eine geil leuchtende Klinge. Oh. Ja, das sieht schon mal richtig geil aus. Wow. Wir werden hier langsam zum richtig ausgebildeten Krieger mit richtig geilen Waffen. Und das Schwert ist auch länger geworden, laut meiner Meinung. Und gucken, wie die was aus dem Gewehr wird. Ist auf jeden Fall auch länger geworden. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Wow. Schaut es euch an. Das ist doch fabelhaft. Und das Schwert ebenfalls. Wow, das hätte ich mir nicht zu träumen gewagt. Magie brauche ich nicht. Laute, nein. Konditor. Ja, holen wir uns mal die Konditorkünste. So, und die, naja, Laute können wir uns ja auch mal noch holen. Dass mir den Schmied geht doch später. Ich weiß nicht so recht. Wir haben ja noch nicht mal irgendwo so eine Stelle freigeschalten, wo wir als Schmied hantieren können. Also sehe ich das jetzt sinnlos an. Zumindest derzeitig. So. Und jetzt gehen wir wieder. Wir haben jetzt diesen Saker. Oder wie der ein bedeutsamer Anlass, Sir. Euer erster Sieg in der Schlacht. Ich bin kein Nahkampfexperte, aber die Tatsache, dass ihr nicht tot seid, zeigt, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Unfassbar, dass ich euch vor ein paar Tagen aus eurem bequemen Bett geworfen habe. Mir scheint, ihr habt zwei der Aufgaben erfüllt, die Sabine euch gestellt hat. Wenn ihr nach Brightwall zurückkehrt, wird Walter euch sagen, wie ihr die letzte Bedingung erfüllen könnt. Ja, das mache ich mal schnell. Ach. Also M oder F4? Sir Walter wartet immer noch in der Taverne in Brightwall auf euch. Er hat sich anscheinend gut dort eingewöhnt. Oh Gott, ja. Ich wollte nur mal bei Mistpeak gucken. Was war ein Mistpeak? Mistpeak Tal, die Mondtür. Hey, wartet mal. So eine Tür. Es sieht aus wie diese sprechende Tür in Brightwall. Darauf werden wir sicher später nochmal zurückkommen. Okay, erstmal nach Brightwall und jo, als hier setzen. Ja, schnell dorthin reisen. Ja. Oh, ein bisschen leck. Ach nee, wir wollen ja nicht zum Tor. Sondern wieder zu unserem lieben Freund Walter. Der übrigens immer noch rumsitzt. Da ist er. Wir haben gerade von euch geredet. Ja, wir haben auf eure erstaunliche Leistung angestoßen, Miss Peak von Saker und seinen Leuten zu befreien.
Sie waren eine Zeit lang eine große Gefahr. Ach ja, und übrigens, die Schrift, diese Gravierungen leuchten jetzt heller. Etwas Frieden. Sicher, niemand hat mehr gelitten als Sie. Ich habe Samuel von der elenden Situation erzählt, in der Sie sind. Er könnte unter Umständen helfen. Ja, vielleicht. Ich meine bestimmt. Ich habe Sir Walter gerade erklärt, dass Brightwall selbst nicht mit einem Überfluss an Mitteln gesegnet ist. Die Abgaben an den König sind hoch und wir haben viel öfter Engpässe, als gut für uns ist. Aber? Wollt ihr aber die Situation in Brightwall verbessern, wären die Leute sicher sehr dankbar. Und wenn sie dankbar sind, sind sie auch großzügig. Ich bin sicher, sie würden diesen armen Leuten von Herzen gerne helfen. Da hört ihr es. Ihr werdet für eine erfolgreiche Revolution alle Anhänger brauchen, die ihr kriegen könnt. Gäbe es einen besseren Zeitpunkt, sie zu sammeln. Ich stimme Sir Walter absolut zu. Entschuldigt mein Lauschen. Und zufällig habe ich auch von einer Methode zum Gewinnen von Anhängern gehört. Sobald es euch möglich ist, zum Unterschlupf zurückzukehren, zeige ich euch, was ich meine. Sofort, bin schon da. Ah, also im Buch steht, dass der Kartentisch im Unterschlupf noch eine besondere Funktion hat. Er kann euch Leute zeigen, die einen Helden brauchen. Lionhead Studios, Jagdhüttenuchen. Cool. Wenn ihr ein Geschenk bekommt, bewahre ich es für euch auf, bis ihr es öffnen möchtet. Ich gucke auch nicht, versprochen. Ja, weiter jetzt. Scheiße, ich habe ihn unterbrochen. Ja, also der Kartentisch zeigt Leute an, die Hilfe brauchen. Und die, da kann ich mich dahin teleportieren und denen helfen. Was auch immer das hier ist. Statistiken, Partnerschaften. Also alles mögliche so. Also hier sind so Aufzeichnungen von dem, was ich gemacht habe. Das hier sind wahrscheinlich meine Trophäen. Ach ja, da sieht man ja schon mein Gildensiegel und Sakers Flagge. Und hier Erfolge, die ich freigeschalten habe. Ja. So, Hauptbuch. Oder Handbuch? Hauptbuch? Ich weiß es nicht. Ha! Hier ist mein... Ihr müsst ein Goldberg besteigen und dann alles verlieren, um mich kennenzulernen. Auf der Kiste steht. Ah! Also muss ich ganz viel Geld sammeln. Da oben ist der Schlüssel, genau. Und dann muss ich... Ach so, also umso mehr geht... Ich habe häuft sich hier mehr an und wenn das... Wenn der Goldberg zu hoch genug ist, kann ich da hochlaufen, da hoch den Schlüssel holen und da muss ich alles wieder ausgeben. Dann. Ja. Okay, schon mal interessant. Gut zu wissen. Und da sind anscheinend irgendwelche Einnahmen drin. Ich glaube, man kann ja auch irgendwie Steuern einnehmen. Indem man bedürftigen Dorfbewohnern hilft. Seht euch Brightwall genauer an. Dann, jetzt seht ihr die bedürftigen Dorfbewohner. Und auch, wie viele Anhänger ihr braucht, um Samuel und die Einwohner Brightwalls zu beeindrucken. Wählt einen Dörfler aus, dem ihr helft. So gewinnt ihr bei anderen in der Gegend Respekt und Loyalität. Nehme ich gleich mal den Typen Hühnerschreck. Bernhards und Patsys Hühner laufen Amok. Ja, hört sich sehr komisch an. Ja, als sie aus, wem ihr helfen wollt. So gewinnt ihr treue Anhänger. Jo, da gehe ich da mal hin und helfe den Hühneramoklauf. Durch das Ausführen von Quests für Bedürftige beweist ihr euer Können und zeigt eure Führungsqualität. Ja, das würde ich nicht. Komm her. Oh, es ist furchtbar. Das Tor schließt. Das werdet ihr brauchen. Anders als die meisten glauben, sind Hühner wirklich ziemlich schlau. Mit einem einfachen Komm, put, 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 kann man sie nicht locken. Die sind viel zu gerissen. Ihr müsst sie mit psychologischen... Psychologisch, ein besonderes Geschenk ist am üblichen Ort für euch angekommen. Ja, wo nochmal? Wo bewahrt er die... Ah, euer treuer Gefährte. Hier könnt ihr sehen, welche Fortschritte er macht. Seine Kampffertigkeiten, neu erlernte Tricks, sowas in der Art. Aggression? Wieso das? Um in den Hund.
Nein, möchte ich eigentlich nicht. Waffen, Kleidung. Ich will erstmal gucken, was ich bei Waffen rum. Die Waffenkammer erwartet euch. Okay, mein Heldenschwert. Das sieht übrigens cool aus. Oh, und der Hammer sieht jetzt auch richtig schnieke aus. Gucken, wie die Pistole aussieht. Pistolen feuern schnell und sorgen für einen beachtlichen Schaden. Das sollte man nicht unterschätzen. Also, wie viel macht das mein Schwert? Ist ein Handschuh. 23 ist am Anfang irgendwie 14. 23 und mein Gewehr macht 29. Okay. I'm sorry. Okay, hier liegen auch noch Schwerter und so rum, aber es ist nichts Feinheit. Ich zweifle nicht daran, dass die Leute aus... Ein neues Kostüm in der Garderobe. Oh, nee. Ein neues Federkostüm. Nee, oder? Oh, sieht das schwul aus. Nicht, dass ich irgendwas gegen Schwule habe, ja.